Durch die Digitalisierung erreichen wir einen sehr hohen Vernetzungsgrad. Das birgt auch Gefahren. Insofern müssen wir das Thema IT-Security sehr ernst nehmen und richtig umsetzen. Die Cloud ist ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung der Digitalisierung. Ohne Cloud und die Nutzung von Cloud-Services wird Digitalisierung nicht funktionieren. Insofern müssen wir das Thema Digitalisierung immer in Zusammenhang mit Cloud-Nutzung sehen. Die Gefährdungslage in der IT-Security ist besorgniserregend. Wir haben es zu tun mit Attacken der fünften Generation. Das ist den meisten nicht bewusst. Wir haben in 2017 einen Wendepunkt erreicht aus Sicht der Experten. Wir haben zum ersten Mal Attacken erlebt, die entstammen von Entwicklungen von staatlichen Programmen, sind gefährliche Waffen in den Händen von Hackern. Derzeit sehen wir Angriffe in Form von Ransomware, aber auch neuartige Angriffe, zum Beispiel Angriffe durch sogenannte Crypto-Mining-Malware. Insbesondere bei Datacenter oder bei Cloud-Tenants kann das zu immensen Kosten führen. Bechtle hat vor vielen Jahren das Kompetenzcenter für IT-Security gegründet. Man kann sagen, wir haben das vorausgesehen. Wir betreuen unsere Kunden aus dem Kompetenzcenter in allen Phasen des Projektes. Das heißt bei der Planung, bei der Implementierung und bei dem Betrieb der Infrastruktur. Wir haben in Neckarsulm unser zentrales GNOC, Global Network Operations Center. Und hier binden wir die Kunden an und betreiben für sie kritische Infrastruktur. Sogar Kunden, die weltweit aufgestellt sind.